Klammer mal Klammer oder auch Multiplizieren von Summentermen. Ich zeige dir die Herleitung sowie zwei Beispiele, wie du das Ganze anwendest. Wir betrachten ein Rechteck mit den Seitenlängen x und y. Der Flächeninhalt berechnet sich x mal y. Wir setzen ein gelbes Rechteck mit der Seitenlänge 5 unten dazu. Der Flächeninhalt des gelben Rechtecks beträgt 5 mal x. Neben das grüne Rechteck setzen wir noch ein blaues Rechteck mit der Seitenlänge 12. Flächeninhalt 12 mal y. Die Lücke rechts unten füllen wir mit einem roten Rechteck aus. Die Seitenlängen dafür können wir aus den vorherigen Angaben ablesen. Und somit ergibt sich für den Flächeninhalt 12 mal 5. Statt der vier kleinen Rechtecke betrachten wir nun ein großes Rechteck. Die Länge des großen Rechteckes beträgt x plus 12. Die Breite des großen Rechteckes ist y plus 5. Auch für dieses Rechteck können wir den Flächeninhalt berechnen. Es gilt allgemein Länge mal Breite. X plus 12 in Klammern mal y plus 5 in Klammern ist genauso groß wie die Summe der einzelnen Rechtecksflächen. X mal y plus 5 mal x plus 12 mal y plus 12 mal 5. Schau dir nun an, wie die Terme links und rechts vom Ist-Gleichzeichen miteinander zusammenhängen. Jeder Summand der ersten Klammer wird mit jedem Summanden der zweiten Klammer multipliziert. Es gilt also jeder mit jedem. Die Ergebnisse werden anschließend addiert. Im Beispiel 1 wollen wir die Klammer 2x plus 5a mit der Klammer 3y plus 1,5a multiplizieren. Wir wenden das Motto jeder mit jedem an und erhalten 2x mal 3y plus 2x mal 1,5a plus 5a mal 3y plus 5a mal 1,5a. Da Punkt vor Strich gilt, können wir die einzelnen Terme berechnen. Nach der Apfel-Banane-Regel können wir nichts mehr addieren, da wir keine gleichen Variablen haben. Somit sind wir fertig! Bei Beispiel 2 haben wir in der ersten Klammer keine Summe, sondern eine Differenz. Diese wandeln wir einfach in eine Summe um. Aus minus 5a machen wir nun plus minus 5a. Wie du weißt, ergibt ja plus und minus ein Minus. Wir schnüren nun Termpakete, die aus einem Vorzeichen, einer Zahl und der Variablen bestehen. Deshalb haben wir in der zweiten Zeile die einzelnen Vorzeichen schon mit dazu geschrieben. Paket 1 plus 2x. Paket 2 minus 5a. Paket 3 minus 3y. Paket 4 plus 1,5a. Diese Pakete multiplizieren wir jetzt nach dem Motto jeder mit jedem. Schau's dir an! Mit Punkt vor Strich kannst du jetzt die einzelnen Terme berechnen. Beachte dabei die Vorzeichen, wenn du Zahl mal Zahl und Variable mal Variable berechnest. Im nächsten Schritt kannst du die Klammern auflösen. Plus und Plus ergibt Plus. Nochmal dasselbe. Plus und Minus ergibt Minus. Nach der Apfel-Banane-Regel kannst du nichts mehr zusammenfassen. Du hast keine gleichen Variablen. Somit bist du fertig!